So. Wieder auf alten Kurs. Perfekt. Leider gab es noch keine neuen Themenvorschläge, über die man diskutieren könnte. Das ist sehr, sehr schade. Aber es gibt was, was mich persönlich sehr gefreut hat. Und zwar auf Discord. Ja? Ich hatte ja auch immer das Problem, mit anderen zu reden. Ich habe extra auch Discord eingerichtet, damit ich das lerne, damit ich rauskomme aus meinem Schneckenhaus, wenn ihr so wollt. Dave hat mir dabei unglaublich noch geholfen. Diesen Episode hat mir den Austritt gegeben. Und gesagt, jetzt laber. Mach die Gusch auf, sozusagen. Ja, also im übertragenen Sinn. Oh, wo laufe ich denn hin? Im übertragenen Sinne sozusagen. Ja, dann wird das so gesagt. Und ja. Da habe ich dann geredet mit einigen von euch, die ihr wahrscheinlich mal zugucken. Da habe ich schon im Discord zusammen gequatscht ein bisschen. Und es war teilweise so toll, einfach die Stimmen zu hören. Zum Beispiel Sven, der ja schon sehr lange Teil unserer kleinen Community ist. Der war da auf einem Discord, wir haben zusammen gelabert. Haben zusammen auf dem Server gespielt. Es war so toll. Es ist so toll. Hat so einen Spaß gemacht. Oder Lukas, ne, das ist bei mir immer Luke Skywalker, was ist denn das? Ach, das ist so ein Hexenhaus. Ne, der gute Luke aus unserer kleinen Community war auch mit da. Wir labern eigentlich täglich. Das ist auch total toll. Ellie, die gute Ellie war auch da und wir haben gelabert und das, ach, das war so schön. Zum ersten Mal euch auch so zu hören, so einfach, weißt du? Das ist so, boah, so schön. Hallo. Mit. Du interessierst mich nicht. Du beherrschst nicht diese Kunst. Lausch dir in dein Brot. So. Was sollen wir jetzt machen? Das ist ja eine Hexe, ne? Wir haben ja auch angefangen mit dem Hexenhandwerk. Sie nimmt uns aber nicht ernst. Gut. Verschmoren sollst du hier drinnen. Auf ewig. Verschmoren in dieser elenden Hütte. Okay, du warst ein bisschen böse. Das war jetzt wirklich ein bisschen böse, oder? Hoffentlich sieht das niemand. Dave, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Der betitelt mich übrigens schon als Hexe, ne? Weil ich das gemacht... Das... Ja, das sage ich jetzt. Ja, habe ich gesagt. Der betitelt mich als Hexe, weil ich das... Ich fühle mich leicht diskriminiert. Ich muss halt nach unten. Verdammt, ich bin so weit oben. Ich versuche mal das Brot. Ach, das ist so schön. Wir wollten ja bei dem Community-Server, haben wir so ein bisschen unser eigenes, nicht nur ein bisschen, wir haben unser eigenes Modpack im Prinzip kreiert. Allerdings wollten wir natürlich auch viele Mods, die hier drinnen sind, auch mitnehmen. Leider ging das nicht, die wurden leider nicht geupdatet. Der Server spielt nämlich jetzt auf der 1.10.2. Aus folgendem Grund. Warum ist der Server auf der 1.10.2, bevor die Fragen kommen? Von allen, die es schon mal halt ne, getestet haben. Der ist auf der 1.10.2 aus folgendem Grund. Wir haben Pixelmon drauf, weil wir einfach so Bock auf Pokémon hatten. Und das kam so aus so einer spontanen Laune heraus. Ne? Wir hatten so, boah, jetzt Pokémon. Und dann so, unser Server wird Pixelmon drauf haben. Also, ja, geile Idee. Lass machen. Ja, und so kam das, dass wenn man jetzt Pixelmon auf dem Server ist. Aber wir würden es nie wieder runternehmen wollen. Es gefällt auch allen sehr. Es gibt auch viel Mischer, ne? Wenn jetzt ein Pokémon tames, was fliegen kann, dann kannst du rumfliegen. Es ist eigentlich sehr praktisch, die Pokémon auf dem Server zu haben. Hä, hier ist ein Dorf. Da hinten. Kenne ich das schon? Das kenne ich doch schon. Kenne ich das schon? Glaube ich, kenne ich auch noch nicht. Oh Gott, jetzt auf neue Dürfer oder was? Ach, ein schönes Dorf. Das sieht gut aus. Der Turm. Was haben wir hier? Nischt. So nicht viel. Wir haben die Schmiede. Hier können wir reingucken.
Hier wachsen Pilze in deiner Haustür. So. Hauen wir mal hier rein. Nehmen wir natürlich mit, ganz klar. Wow. Ich hab auch wieder mit. Das ist noch Tinkers. Oh, hier ist die Festung. Wir müssen aber kurz mal schlafen gehen. Hier sind ja auch Soldaten. Ich denke, hier können wir immer auf der Straße schlafen, das geht schon. Hier ist die Festung. Okay, da gehen wir mal rein. Ich weiß nämlich zufällig schon, dass es... Das ist der falsche. Wo ist denn der ganz große Turm? Es gibt ja einen ganz großen Turm. Der ist es. Und da ist oben eine Kiste drin versteckt. So, da kann man mir nichts vormachen. Ich habe eine Nase, die kann nach Kisten schnüffeln. Guck mal hier. Ne? Ich weiß genau, wo sich die Kisten verstecken. Immer zu jeder Zeit, zu jedem Ort. An jedem Ort. Was ist das denn? Ein Hexensteinkreis und da ist direkt ein Haus drin. Toll. Ganz toll. Da hinten können wir auch noch reingucken. Den Turm. Obwohl, nee, das ist nicht der Turm. Doch, das ist... Nee, das ist nur die Kirche. Oder? Ich geh mal gucken. Ich halte das mal Witchery nicht auf den... Auf den, Server mitgekriegt haben. Echt schade. Das ist wirklich schade. Da ist auch wieder so ein riesen Gummibaum. Aber Schlucht ist auch noch nicht gefunden, ne? Hier habe ich noch keine gesehen. Die Bücher habe ich auch noch. Doch, die Bücher habe ich schon, ne? Die Bücher haben wir schon gefunden. Stimmt. Wohin? Warte, warte, ich gucke erst. Okay, in die Richtung. Wir gehen sofort weiter, wir halten uns hier gar nicht auf. Ja, okay, aber die Musik ist gerade echt nervig. Ich brauche irgendwas so Ruhiges. Oh ja, Stardew Valley bekommt ja wahrscheinlich nur den Multiplayer bald. Der war ja jetzt in der Testphase, vor einer Woche kam wieder ein Update, dass sie schon ziemlich weit sind, so ein bisschen, ne? Ja, also könnte passieren, dass demnächst der Multiplayer vielleicht kommt. Vielleicht erstmal nur als, Achtung, Testversion oder sowas. Aber er könnte demnächst aufschlagen. Oh, nach sowas haben wir doch gesucht. Oder ist aber nicht sehr tief. Obwohl, da hinten. Wo ist der Essen? Oh, der killt ein Schaf. Der Wolf killt ein Schaf. Das ist ja böse. Wenn ich das mache, krieg ich Ärger. Wenn ich das jetzt gewehre, dann wäre ich jetzt schon mega Ärger gekriegt. Ich wollte gerade irgendwas machen, jetzt habe ich vergessen was. Warte, Sekunde. Was wollte ich machen? Ah ja, genau, ich wollte die Fackel in die Hand nehmen. Was ist das? Kupfererz? Nö. Wir sammeln natürlich nicht alles, ne? Wir sammeln bloß so schöne ausgewählte Dinge wie sowas. Wir sind halt sehr wählerisch. Hm? Ach hier, guck mal. Okay, ich will noch nicht darunter. Ich muss mich hier umgucken. Ja, schon habe ich die Blumen wieder eingesammelt. Toll. Mal ein kleines Stück hier unten buddeln hier. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich Monster angemacht habe. Ich habe mich jetzt ausgemacht.
Wenn jetzt hier ein Monster von mir auftaucht, dann schrecke ich mich eh so dermaßen, weil ich nicht damit rechne. Okay. Hm? Na gut. Wäre beinahe weg gewesen. Geladener Zeitungskurs sogar. Ha. Noch Kohle, ne? Kohle. Ich hab die Stickies weggetan. Ich hab echt die Stickies weggetan. Moment, ich tue das mal ganz kurz aussortieren. Ich gehe mal ganz kurz Stickies holen. Oh, ich habe das Auge gesehen. Ich habe dieses Wolfsauge gesehen. Wer bist du denn? Mit einer Schaufel. Okay. Schau, wenn du meinst. Okay, brauchen wir Holz. Komm ich da hoch? Super. Holz. Mist. Moment. Jetzt hab ich noch. Ja, super. Hilfe, mein Auge krabbelt. Hilfe. Aua. Ah, das krabbelt. So, jetzt geht's aber. Jetzt geht's aber rund. Wo ist die Kohle? Da. Okay. Jetzt sind wir für alle Eventualitäten gerüstet. Wenn das ein Schaf, das stirbt gerade. Wir gehen mal kurz hier lang, weil da hier der Zombie herkam. Da ist ein Creeper. Da ist ein Spawner. Oh, das ist ein Creeper. Dich hat man ja ewig, nee. Creeper hat man ewig nicht. Was war das? Baby Zombie. Und tot. Scheiße, ausleuchten hier. Kann ich jetzt hier bauen? Ich hoffe es. Was haben wir hier drin? Drei Enderlilien-Samen. Was ist das denn? Niederquarz. Oh, was? Das brauchen wir sogar noch. Cool. Warte. Moment. Hilfe. Den Crimson Kram, den tun wir hier rein. Zombie-Gehirn. Gehirn. Ein Zombie-Gehirn. Tun wir hier rein. Und das gute Zeug. Das gute Zeug. Der gute Stoff, den tun wir hier rein. Mega gut. Sattel ist immer gut. Den, das, das. Was ist das? Mega Gummibäume. Diese riesen Gummibäume. Sind das die? Das ist aber schon heftig. Weißt du was? So. Schlagen wir einen Spawner. Das Salz wird ja auch gerne mitnehmen. Das Salz würde ich auch gerne mitnehmen. Es ist alles sehr dunkel hier, ne? Sehr, sehr dunkel. Hier haben wir noch Glück. Hier haben wir mehr Salz raus. Da oben ist nur sowas. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Der ist eine Höhle, wo wir reingehen, ein kleines Spawner. Naja, warum denn nicht? Wird er schon immer Glück bei sowas? Ich will
muss man bitte ausleuchten hier. Okay. Ach, warte mal, ich mach mal noch deine Big Lights auf. So, das ist besser. Wie Sacker sowas? Oh, das ist aber doof. Aber das ist ja eh ein Weg gewesen. Es geht einen anderen Weg in der Höhle, Leute. Das will ich mitnehmen. Salusquarze brauchen wir, sowas brauchen wir nicht. Ja, das können wir noch mitnehmen. Oh, da liegt noch was. Oh, da liegt noch was. Ich mal hier irgendwo durchbuddeln soll. Soll ich mal hier einfach so? Ist denn irgendwas? Nee, ne? Nee. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Bei unserem Glück. Ich mag Wölfe, aber. Also manchmal, ne? Was war das hier eigentlich? Zinnober, ja, mal mit. Nö. Nö. Ja, genau. Oh, hier haben wir noch Salz. Skelett, Zombie. Kommen die alle jetzt? Haben die alle getriggert? Oh, der kommt sogar hier hoch. Nein, kommt er nicht. Oh, oh. Das ist Kies. Ach, Minno. Okay, gut, gehen wir wieder runter. In die Höhle des Löwen. Gut, der ist einfach so gestorben. Sehr schön. Skelett ist weg, ja? Ich laufe einfach jetzt mal hier, komm, wir machen einfach mal ein bisschen Licht und hoffen, dass das Skelett wirklich weg ist. Welche Höhe sind wir denn, ne? 43 schon, wir könnten ein bisschen Strip-Mining machen und nach unten buddeln. Ist zwar nicht so spannend, aber... Könnte man machen, so gut. Ah, die Höhle geht ja noch weiter. Wow. Oha, die sind doch noch da. Nein. Hey du. Oh, die Fledermaus. Okay, hier muss alles ausgeleuchtet sein. Wir haben ja eh, wir haben Holz, wir haben... Ist gerade Lava runtergetropft? Nee. Sah nur so aus, okay. Nice. Oh, hier ist wieder das gute Zinnobererz. Da ist die Fledermaus, alles klar.
Hallo? Ah, ich habe keinen Platz mehr. Die Monster Drops würde ich auch gerne behalten, ne? Achso, wir brauchen Fackeln. Danke. Das sind nochmal XP-Bären. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen, die XP-Bären. Aber ich denke, es kann nicht schaden, sie zu haben. Was ist das hier? Ein Labyrinth. Okay, das können wir mitnehmen. Das nehmen wir mit. Ah, das geht bei dir nie. Schade. Also es geht da lang und es geht da lang und es geht da lang. Gehen wir erstmal unten lang, oder? Ne, wir gehen erstmal oben lang, weil die sonst oben auf den Kopf fallen können uns, ne? Das wäre nicht so gut. Gucken wir erstmal hier, wir checken mal hier ab. Okay, gut. Das ist ja gut. Hier ist keine Gefahr, theoretisch. Bei meinem Glück kommt hier bestimmt trotzdem irgendwas. Oh, Sackgasse. Oh, ne, Kreuzung. Der Weg ist verschlossen durchs Wasser. Da gehen wir mal kurz hier gucken. Okay, gut. Das will ich nicht haben. Blumen, das. Ich muss ein bisschen mal gucken, wofür das gut ist, ey. Ich will damit echt gerne mal arbeiten mit dem ganzen Zeugs. Ich habe noch keinen Plan, wofür wir das nehmen können. Oh, Kohle ist immer gut, aber ich will lieber das haben. So, Krims und Grams, kommt da rein. Und alles, was ihm gut ist, kommt da rein. Jetzt würde ich sagen, gehen wir da lang. Oh, da oben ist noch, warte mal. Oh, hier, oh noch. Ach, Mist. Komm her. Machen wir das Wasser mal weg und gucken mal. Und gucken mal, was sich am Ende des Weges befindet. Sackgasse wahrscheinlich. Wie tief? 30. Wir gehen in die richtige Richtung. Wir gehen schon mal in die richtige Richtung. Ist schon krass, dass man die ganzen Ressourcen irgendwie liegen lässt, ne? Weil man selber sagt, ich hab ja genug. Das ist schon krass. Wenn ich da an die Zeit denke, Vormods, an die Vormod-Zeit, boah, das waren noch Zeiten, sag ich mal. Das waren noch Zeiten, kann ich euch sagen. Nein, Sackgasse. Nein, die Höhle war so gut. Nein, die Höhle war so gut. Mal ein bisschen nach unten buddeln, einfach. Gucken, ob was kommt. Einfach hier so. Welche Richtung ist das?
Und buddeln gen Süden. Okay? Wir buddeln gen Süden. Wir gucken mal, ob was kommt. Einfach so. Ich habe ja Glück. Ich treffe uns noch auf noch eine Höhle. Ich würde lieber Licht hinsetzen. Das ist ganz schnell vorbei. So die Krimskramskiste. Die Krimskrams Rucksack. So. Wollen wir es nicht durchspülen. Wir brauchen eine andere Höhle. Schade, schade. Die war so gut. Die war so vielversprechend. Haben wir da irgendwo einen Gang vergessen? Also irgendwo ein Gang, wo wir sagen müssen, da müssen wir auch noch lang. Nee, das war ja schon der, ne? Oh, wie schade, Feuer, wie schade. Nee, hier ist ja alles doppelt gemobbelt. Oh. Wir finden noch eine Höhle. Komm, wir finden noch eine Höhle. Wir haben keinen Redstone. Das ist ja unser Ziel. Richtig viel Redstone. Hier bin ich denn hochgekommen, wo uns hier, ne? Hey, irgendwo hier war es. So. Welche Richtung? Ah, die da hin. Okay. Bam, bam. Ich weiß genau, was wir an den Gummibäumen machen können. Wir haben ja riesen Gummibaumsetzling. Also diese ganz, 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 ganz großen hohen. Die können wir auch mal einpflanzen und abbauen. Dann crasht das Spiel. Und mein Glück. Nein, ich habe eigentlich immer ziemlich Glück. Ich hab wirklich immer so Glück. Das was? Oh, guck mal, das ist ein Dorf. Hab ich doch gleich gesehen. Steht ein Haus auf einer Klippe. Auch nicht schlecht. Da war, oh, da war hier, ne? Öl. War ich da reingeflogen und das wäre heftig jetzt geworden. Nur das eine Haus, das zählt als Dorf. Nee, hier unten ist noch ein Feld. Guck mal, da ist ein Feld. Wenn das halbe Dorf jetzt auf riesen Stelzen steht, ne, auf der anderen Seite, dann muss ich lachen. Vielleicht ist das Dorf sogar richtig gut eingepasst an die ganze Sache. Das finde ich echt schön. So, wie sieht das Dorf aus? Okay, das sieht gut aus. Ich bin positiv überrascht. Okay, na gut. Naja, okay. Ja, okay. Das ist jetzt relativ, aber so an sich sieht es schön aus. Da muss ich mal ein kleines Screenshot von machen. Das sieht eigentlich ganz schön. Der übelste Bergweg. Boah, der übelste Bergweg. Na guck mal, hier unten stehen sie alle auf Stützen. Boah, das sieht doof aus. Achso, ich muss schlafen. Wo ist der Bett? Da. Komm, ist der her. Okay. Uff, was ist das denn? So ist mich aber richtig doof generiert. Weil hier unten sieht es halt gut aus, ne? Aber dann oben sieht es mir nicht gut aus. Gibt es eigentlich auch eine Burg irgendwo? Oder irgendwo eine Burg. Es gibt ja die Festungswall ringsherum. Aber eine Burg scheint es nicht zu geben. Ne? Es gibt Soldaten, ja. Eine Burg scheint es nicht zu geben. Ja, gut. Aber es sieht schon krass aus mit diesen Häusern so an den Berg hängen. Ne? Und die Wege sind trotzdem so ordentlich generiert. So, das sieht schon cool aus. Irgendwie muss ich schon sagen, es sieht gut aus. Sieht interessant aus. So. Ein LPT kann ich ja schon mal so im Voraus
sagen, was wohl wahrscheinlich auch demnächst mal, könnte noch ein bisschen dauern, aber was wahrscheinlich auch mal auf dem Plan steht, das ist Starbound. Ne, weil ich ja auch sehr gerne Minecraft spiele, Starbound geht ja da auch sehr in die Richtung. Starbound wird auch kommen demnächst. Ich sage es in Anführungszeichen, ich weiß nicht genau wann. Wie halt dann die Lust und Laune ist zum Aufnehmen. Aber es werden immer mehr Projekte gerade. Ich will erstmal so ein paar jetzt ein Stück voranbringen. Abschließen ist schwierig, weil die meisten Projekte sind eh endlos. Daher müssen wir mal gucken. Wo man dann sagt, okay, vielleicht das nur noch alle zwei Tage, kurze Pause oder so. Und bei dem wird dann was anderes auf. Mal schauen. Es werden mehr LPTs auch in Zukunft kommen. Dort, wo es halt Multiplayer gibt, wird es wahrscheinlich auch ein Multiplayer werden. So, die Faustregel, denke ich, kann man ganz gut ansetzen jetzt. Hups. Oh, ein Asteroid. Ich finde immer cool, wenn man so um die Ecke kommt, wie jetzt hier über den Berg, und man sieht so einen Asteroiden. Aber erinnert euch noch an diesen einen Asteroiden, wo wir... Da hat man sogar auf der Karte hier, hat man sogar so ein richtiges Loch gesehen. Und ich bin dran vorbeigelaufen noch. Boah. Das war schon krass.